Snape spielte Malfoy unbewusst in die Karten, als er einige Tage später Harry zwang, mit Draco einen Zaubertrank zu brauen. Damit wenigstens ein Trank weniger explodiert, meinte er gehässig. Doch anstatt dass Malfoy Harry verhöhnte, beugte er sich zu ihm rüber und wisperte, mach dir nichts draus, Harry. Dann stand er auf und holte die Zutaten. Er reichte Harry eine Wurzel. Würdest du die schneiden? Fragte er sanft. Harry lächelte bei den Gedanken, dass Malfoys Werben um ihn eigentlich nur Vorteile brachte. Die Wurzel zu schneiden war definitiv leichter, als die Ameisenbeine in gleich große Stücke zu zerlegen. Also nahm er sie in die Hand und wisperte ein »Danke«, so dass Snape ihn nicht hören konnte, und machte sich daran, die Wurzel zu zerkleinern. »Du machst das falsch«, hörte er Malfoy dicht an seinem Ohr raunen. Die Klasse war beschäftigt. Snape machte gerade Neville fertig, also achtete niemand auf sie. Malfoy hatte sich hinter Harry gestellt und legte seine Hände auf die von Harry und gemeinsam schnitten sie weiter an der Wurzel. Draco sog Harrys Duft tief in sich ein. Er roch wirklich gut, nach fruchtiger Himbeere und süßer Ananas. Harrys Haare kitzelten seine Wange und er merkte, dass sie ganz weich waren und nicht fest und strohig. Er presste unbewusst seinen Körper nah an Harrys und nahm die Körperwärme auf. Harry allerdings wurde auch ganz warm, als er Malfoy so nah an sich spürte. Seine warme Hand führte sicher die seinige und sie fühlte sich sehr angenehm an. Er spürte, wie der Malfoy-Erbe seinen Körper an seinen Rücken presste und es ließ ihn nicht kalt. Doch bevor jemand sie so sah, löste sich der Blondschopf wieder. Das bedauerten beide. Harry schenkte Malfoy ein weiteres Lächeln. Doch als sein Blick wieder auf Hermine fiel, die wohl als einzige die beiden beobachtet hatte, verfinsterten sich seine Augen. Er verstand. Pass auf! Die Botschaft, die in ihrem Gesicht stand, war eindeutig. Harry nickte ihr aufmunternd zu. Doch er musste sich eingestehen, es war schwieriger, dieses Spiel zu spielen. Malfoy zog ihn in seinen Bann. Er musste wirklich aufpassen. Doch auch Draco wurde von Harry angezogen. Sein warmes Lächeln brachte sein Herz zum heftigen Klopfen. Am liebsten wollte er immer an Harry riechen, sein Duft machte ihn süchtig. Und er musste sich eben stark zurückreißen, sonst hätte er auch an diesem geknabbert. Er musste es langsam angehen lassen, er wusste immer noch nicht, ob Harry auf sein eigenes Geschlecht stand. Und das Lächeln war kein Hinweis, es konnte für ihn auch nur freundschaftlich sein. »Kommst du mit nach Hogsmeade?«, fragte Draco Harry, als sie einige Wochen später gemeinsam ihre Hausaufgaben machten. Bisher hatte Draco Harry nur dazu gebracht, hin und wieder mit ihm zu lernen oder auch die Hausaufgaben gemeinsam zu machen. Draco auf der einen Seite frustriert. Er war sich sicher, wenn Harry Interesse an Jungs gehabt hätte, dann wäre ihm schon längst verfallen gewesen. Doch egal, was er tat, bei Harry biss er auf Granit. Harry war ihm gegenüber zwar höflich und nett, doch eben nicht mehr. Auf der anderen Seite genoss er die wenig bemessene Zeit mit ihm. Sie alberten gemeinsam herum, wenn sie fertig mit Lernen waren. Doch immer, wenn er ihm so nah wie im Unterricht kommen wollte, nahm Harry Abstand oder verschwand. Zu einem Überfluss wollte Draco Harry nicht nur in seinem Bett, sondern vor allem wollte er ihn an seiner Seite und ihn näher kennenlernen. Ja, Harry hatte eine Seite an sich, die ihn einnahm. Er hatte einmal so getan, als würde er den Stoff nicht verstehen. Es war im Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste. Er wusste, dass Harry mehr als bewandert in diesem Fach war und daher unschlagbar. Draco konnte den Zauber. Er konnte ihn sogar sehr gut, weil er zum Teil schwarzmagisch war. Das wussten viele. Auch, dass er gefährlich war, wenn man ihn so umwandelte, dass dieser Spruch frei von weißer Magie war. Und genau das machte ihn so gefährlich. Gegen Menschen war er riskant, doch wenige kannten den genauen Spruch. Harry hätte es eigentlich wissen müssen, dass Draco mit so einem Vater den Spruch kennen sollte, doch unvoreingenommen hatte Harry ihm den Spruch erklärt und gezeigt, wie er seinen Zauberstab schwingen musste. Und er war so stolz auf ihn gewesen, als Draco es geschafft hatte. Sein Herz ging auf, als er Harry so strahlend gesehen hatte. Und ein ganz kleines bisschen hatte er auch ein schlechtes Gewissen, aber Harry musste es ja nie erfahren.
Er wollte also mehr Zeit mit ihm verbringen und ein Wochenende in dem Zaubererdorf war doch wie geschaffen dafür. So konnte er unauffällig herausfinden, was Harry mochte. Er wusste zum Beispiel schon, dass Harry morgens lieber Haferschleim als Toast mit Speck und Rührei aß. Er wusste ebenfalls, dass Harry lieber Tee als Kaffee trank. Mittags aß er von allem immer ein bisschen. Ein paar Sachen aß er mit besonderer Vorsicht, als ob er noch nie dieses Gericht gegessen hatte. Das hatte ihn stutzig gemacht, schon im allerersten Jahr. Flashback. Draco, sieh mal, Trüffelkartoffelpüree, erklang es rechts die Stimme von Crabbe. Draco musste grinsen. Dieser Vielfraß. Er verdrehte gespielt genervt die Augen und entgegnete, pass bloß auf, sonst bleibt nichts mehr für dich übrig. Und dann nahm er belustigt zur Kenntnis, dass Crabbe das Fleisch, welches er gerade auf seinen Teller schaufelte, fallen ließ und Pansy den Löffel aus der Hand schlug. Er lachte und blickte auf. In dem Moment sah er Potter, wie der vorsichtig den Löffel in das Püree tunkte und einen kleinen Klecks auf seinen Teller auftat. Dann aß er vorsichtig und schloss dabei die Augen, ganz so, als müsste er es erst testen. Gut, Trüffelkartoffelpüree war nun schon etwas Besonderes, aber nicht extravagant. Dass er das nie gegessen hatte, konnte er sich nicht vorstellen. Selbst das Schlammblut und das Wiesel nahmen sich einen ordentlichen Schlag und verspeisten das Gericht genüsslich. Flashback Ende. Harry? Als Draco noch keine Antwort bekommen hatte, schaute er fast ängstlich zu ihm rüber. Hm? Harry hatte Draco schon verstanden, doch er wusste nicht, was er auf diese Frage antworten sollte, und so wollte er sich etwas Zeit verschaffen, um nochmal zu überlegen. Kommst du mit mir mit, morgen, nach Hogsmeade? Wiederholte Draco seine Frage. Schließlich nickte Harry. Ja, ich komme mit dir mit, morgen, nach Hogsmeade. Draco freute sich ehrlich darüber und zeigte es auch. Harry grinste, als er den blonden Jungen betrachtete, dessen Gesicht strahlte. Super, also, ich hol dich morgen ab, sagen wir um 10? Dann hast du Schlafmütze noch Zeit, in Ruhe zu frühstücken. Hey, erwiderte Harry lachend. Dafür brauche ich keine 2 Stunden im Bad, konterte er. Was denn? Ich muss schließlich gut aussehen. Das tust du, stimmte Harry in Gedanken zu. Also bis dann, verabschiedete sich Harry. An der Tür drehte er sich noch einmal um und meinte mit einem Lächeln, ich freue mich, wir sehen uns morgen. Dann verschwand er. Diesmal ließ er einen glücklichen Draco zurück. Um 10 Minuten vor 10 wollte sich Harry auf den Weg machen. Immerhin war er mit Draco verabredet und er wollte ihn ungern warten lassen. Doch als er in den Gemeinschaftsraum kam, starrten ihn die Mitschüler an. Was habt ihr denn? Dass Harry sich ab und an mit einem Slytherin und nicht nur mit irgendeinem, sondern mit einem ganz bestimmten zum Lernen traf, hatten die Gryffindors stillschweigend akzeptiert. Doch dass eben jener vor dem Porträtloch stand und auf Harry Potter wartete, das war schon eine Sensation. Harry schüttelte den Kopf über seine stummen Mitschüler. Da keiner ihm antwortete, sondern wollte schulterzuckend seinen Weg fortsetzen, schließlich hatte er es eilig. Vor dem Porträt dann traf er auf eine Überraschung. Draco? Staunend sah er zu dem Blonden. Dieser grinste ihn an. Ich hab doch gesagt, ich hol dich ab. Ich dachte, du meinst in der Eingangshalle. Harry wurde rot. Draco lachte in sich hinein. Niedlich, das kannte er von dem Schwarzhaarigen so gar nicht. Keine Zeit, deine Haare zu richten, stichelte er liebevoll. Seit morgens 5 im Bad, um gut auszusehen, neckte Harry zurück und bemerkte zu seiner Verwunderung, dass Dracos blasse Haut etwas rosiger wurde. Es war ein warmer Sommertag. Die Vögel zwitscherten, die Sonne schien und Harry und Draco hatten viel Spaß auf dem Weg in das Dorf. Sie lachten zusammen und neckten sich hin und wieder. Draco erwischt sich mit den Gedanken, dass er gerne Harrys Hand genommen hätte, doch das traute er sich nicht. Sie gingen als erstes in den Honigtopf, wo sich beide mit Süßigkeiten eindeckten. Harry erstaunte es, dass Draco auch Bertie Botts Bohnen aß. Er dachte, er wäre eher der Typ, der gefüllte Lakritzstangen naschte. »Ach, du schreckst nicht vor Ohrenschmalz zurück?« grinste er Draco an. »Werd nicht frech, Kleiner, sonst mäste ich dich damit«, drohte er spielerisch.
Als nächstes war Weasleys zauberhafte Zauberscherze dran, die nach Kriegsende ihr Geschäft auch in Hogsmeade aufmachten, und sie hatten einfach ein Händchen dafür, denn ihr Laden in der Winkelgasse sowie auch ihr Geschäft in Hogsmeade boomte. »Hallo Harry, sieht man dich mal wieder?« sprach ihn Fred oder George an. »Ja, du machst dich rar«, ergänzte der andere Zwilling. Harry lachte. »Schön, dass ihr mal beide wieder hier seid.« Er umarmte die rothaarigen Brüder. Draco spürte einen leisen Stich der Eifersucht, als er Harry so ungezwungen erlebte, und er umarmte die Weasleys. Wie gern würde Draco auch von Harry umarmt werden, aber eines schenkte ihm auch Harry, und das war sein Lachen. Es wehte zu ihm herüber, als die Zwillinge durch ihr Geschäft zogen. Harry lief schnell zu Draco zurück, ergriff seine Hand und zog ihn nun hinter sich her. »Du musst das unbedingt sehen, Draco!« rief er. Die Zwillinge musterten den Malfoy-Jungen misstrauisch, doch Harry schien es nicht zu bemerken. »Sieh dir das an!« Aufgeregt fuchtelte er vor Draco herum. »Harry, beruhig dich!« grinste er sanft. »Ich bin doch schon da!« Nun hüpfte Harry von einem Bein aufs andere. »Nun komm endlich!« Ungeachtet der Tatsache, dass Draco direkt neben ihm stand, mahnte er zur Eile. Draco lachte. Aber er war auch neugierig, was Harry so auf der Bahn warf. Sein Blick fiel auf einen Schnatz, doch er war anders als alle Quidditch-Schnätze, die er gesehen hatte. Er war golden, doch in ihm zitterte seltsame Muster, die aussehen wie Ranken. Die Oberfläche war nicht glatt, sondern samtig und kleine Diamanten waren eingelassen. Die kleinen Flügel glitzerten und funkelten. »Der Schnatz ist besonders und einzigartig, es gibt ihn nur einmal«, begann Fred oder George, und der andere fuhr fort, das erklärt den hohen Preis. Und tatsächlich, die Summe war horrend. Der Besitzer des Schnatzes kann ihr Diamant mit Person benennen. Jeder Diamant bekommt den Anfangsbuchstaben, den der Besitzer bestimmt. Beispielsweise, wenn du ihn hättest, könntest du mit dem Zauberstab auf einen beliebigen tippen, und wenn Ron auswählst, dann würde ein kleines R über dem Edelstein erscheinen. Wenn Ron sich nun in Gefahr begibt, erwärmt sich der Schnatz und der Diamant mit dem R färbt sich rot. Harry dachte sofort an die besondere Uhr, die im Fuchsbau hing, kombiniert mit Hermines falschen Galeon. »Wow«, hauchte er andächtig. Seine Augen funkelten und er sah lange auf den Schnatz. Draco beschloss sofort, den Schnatz für Harry zu kaufen. »Das ist aber noch nicht alles«, grinsten nun die Zwillinge, die Harry beobachtet hatten. Man kann den Schnatz auf die Bedürfnisse des Suchers abstimmen, also würde der Schnatz bei Harry wesentlich schneller und wendiger fliegen als bei Ron zum Beispiel, beendete Draco den Satz. Die Zwillinge glotzten, anders war der Ausdruck nicht zu beschreiben. Doch nicht Dracos schnelle Auffassungsgabe war der Grund dafür, sondern die Tatsache, dass Draco Rons Vornamen aussprach, als wäre es was Alltägliches. Doch weiter vertieft werden konnte die Sache nicht, denn Harry mischte sich wieder ein. »Ich glaube, mit dem Schnatz würde ich nie üben. Der ist doch viel zu kostbar und wertvoll.« Die Zwillinge kicherten. »Nun, erstens ist der Schnatz viel robuster, als er aussieht, und zweitens wird er dir kaum verloren gehen. Da solltest du ihn mal nicht fangen können, er bei Abbruch des Spiels voll allein in deine Hand fliegen wird.« »Tja, Harry, dann dürftest du den Schnatz nicht für ein Spiel verwenden.« Harry stieß ihn in die Seite. Draco lachte. Harry liebte diese Seite an ihm. Wenn er lachte, sah er so anders aus, nicht mehr so streng und eiskalt. Er hielt die Hand von Draco fester, da er sie immer noch umklammert hatte. Draco erwiderte den Druck. Fred sagte, »George, was hältst du davon, wenn wir Harry noch eine Überraschung zeigen?« »Geht das denn?« Nach dem Schnatz war sich Harry nicht so sicher, dass es etwas gab, was zu toppen war. Draco ließ Harrys Hand los. Er hatte schließlich noch was vor. So hielt er Fred zurück, während George mit Harry verschwand. »Ich möchte gern den Schnatz kaufen.« Fred klappte die Kinnlade herunter, und zwar so, dass es Harry nicht mitbekommt. Fred wurde sofort skeptisch. »Warum sollte ich ihn dir verkaufen wollen, Malfoy?« Draco, überhebliche Art, kam wieder zum Vorschein. »Weil ich es mir leisten kann.« Als er Freds abweisende Miene sah und er Harry wirklich überraschen wollte, fügte er noch genau das an. »Ich möchte Harry damit überraschen.« »Das heißt, du willst vor ihm damit angeben?«
Fred ließ nicht locker. Draco verdrehte die Augen. »Nein, ich will ihn den Schatz schenken«, sagte er schlicht. »Warum?« Fred konnte ihm einfach nicht glauben. »Himmel, Weasley, nenn mir den Preis!« Fred sah unschlüssig zu seinem Bruder, der Harry weiter neue Produkte zeigte, aber doch war keines so wie der Schnatz. Er hatte auch das Leuchten des Schwarzhaarigen gesehen, doch Harry würde nie, auch nicht für den Schnatz, das Geld ausgeben. Nicht ein gewaltiges Stück des Erbes seiner Eltern, auch wenn es ihm in den Fingern gejuckt hatte, anbrechen. Also gab er nach. In der Hoffnung, dass Malfoy Harry den Schnatz wirklich schenken würde, auch wenn er es nicht glauben wollte. Der Schnatz war teuer. Sehr teuer. Mit dem kostbaren Geschenk in der Tasche seiner Robe gingen sie weiter. Draco hielt Harry zurück, als er in die drei Besen gehen wollte. »Warte mal, Harry, lass uns eben ein Stück den Weg entlang gehen, okay?« Harry war überrascht, nickte aber. Gemeinsam schlenderten sie durch das saftige Grün, bis sie am anderen Ende des Dorfes angekommen waren. Draco setzte sich ins Gras und nach einer Weile gesellte sich Harry dazu und er ließ seinen Blick über die verschiedenen Blumen wandern. »Harry?« Malfoys Stimme klang sanft und Harry sah auf. Draco lächelte ihn an. »Das ist für dich.« Und damit reichte er dem Gryffindor ein kleines Kästchen. Harry sah unglaublich auf seine Hand, auf der sich der kostbare Schnatz befand. »Das kann ich nicht annehmen, Draco«, flüsterte er. »Der hat doch ein Vermögen gekostet und du bist doch auch Sucher.« Er hielt Draco seine Hand hin, doch dieser nahm sie sanft und schloss Harrys Finger um den Schnatz. »Er ist jetzt deiner.« Dabei sah er ihn tief in die Augen und nahm den Kampf, den Harry innerlich mit sich ausfochte, wahr. Draco drückte seine Hand fester um Harrys. »Er gehört dir. Du würdest mich glücklich machen, wenn du ihn annimmst. Bitte.« Harry lächelte ihn an. Wieder dieses Lächeln, das Draco ganz verrückt machte. Doch bevor er den Augenkontakt vertiefen konnte, bevor er Harry näher kommen konnte, löste sich Harry von ihm und betrachtete den Schnatz in seiner Hand. »Danke, Draco«, sagte er, seine Stimme klang belegt. Er stand schnell auf und lief davon und ließ einen verwirrten Draco zurück. In dieser Nacht fand Harry keinen Schlaf. Er wälzte sich von einer Seite auf die andere. Der Schnatz lag in seiner Schachtel auf Harrys Nachttisch, die kleinen filigranen Flügel um sich geschlungen. Harry betrachtete ihn zärtlich und strich mit seinen Fingern darüber. Dann stand er auf, schnappte sich seinen Tarnumhang und schlich sich aus dem Schlafsaal. Er beschloss, einmal frische Luft zu tanken. Es war nicht mehr eisig kalt in der Nacht. Sie näherten sich dem Sommer und so waren die Nächte lauwarm. Er lenkte seine Schritte Richtung See. Kurz bevor er ankam, sah er, dass sich dort schon eine Person befand. »Hallo, Harry. Kannst du nicht schlafen?« Harry sollte sich nicht wundern, dass Luna ihn erkannte, doch trotzdem erschrak er, als er so unvermittelt angesprochen wurde. Er zog sich seinen Tarnumhang über den Kopf. »Hey, Luna, woher?« Luna lächelte ihn an. »Ich habe deine Schritte gehört und dich daran erkannt.« »Darf ich mich zu dich setzen?« fragte er. Luna rückte ein Stück zur Seite und gab Harry so eine Antwort. Dieser setzte sich und seufzte. Luna tat nun etwas, was wieder sehr ungewöhnlich für sie war. Sie schlang einen Arm um Harry und drückte ihn. Sonst tat sie nichts. Kein Wort verließ ihren Mund. Er lehnte seinen Kopf an ihre Schulter und so saßen sie lange da und starrten auf den See, bis Luna meinte, sie sollten reingehen. »Es könnten jetzt Wasserschlupfler aus dem Wasser auftauchen. Wir sollten sie in Ruhe lassen.« Harry lächelte leicht und so gingen sie gemeinsam Richtung Schloss. »Ich hoffe, du kannst jetzt gut schlafen, Harry.« Mit diesen Worten verabschiedete sie sich und mit nackten Füßen machte sie sich auf den Weg Richtung Ravenclaw-Turm. Harry sah ihr nach, ehe er sich ebenfalls auf in seinen Schlafsaal machte. Doch er kam nicht weit.
Er hörte Schritte auf den Gangen, die schnell näher kamen. Seinen Tarnumhang konnte er nicht mehr schnell genug überziehen. Doch bevor die Schritte um die Ecke bogen, die sicher einem Lehrer beim Patrouillieren gehörten, zog ihn jemand in eine Nische. Er keuchte leicht auf, doch eine Hand legte sich auf seinen Mund und er hörte eine Stimme, die leise in sein Ohr hauchte. »Scht!« Harry erkannte sie sofort und seine Nackenhaare stellten sich auf. »Draco!« Harry verhielt sich ruhig in seinen Armen. Er nutzte die Gunst der Stunde und presste sich näher an Dracos warmen Körper, als die Schritte plötzlich laut in seinen Ohren klangen. Sein Herz schlug kräftig und er wusste nicht, ob es an der Gefahr, die über ihn lauert, lag oder ob es an Dracos Nähe lag. Doch seltsamerweise fühlte er sich in den Armen, die ihn fest umschlungen hielten, merkwürdig sicher. Also war es wohl Letzteres. Die Schritte wurden wieder leise, bis sie schließlich ganz verklangen. Doch Harry rührte sich nicht. Er genoss Dracos Wärme und war nicht bereit, sie so schnell wieder zu verlassen. Draco hauchte kleine Küsse auf sein Ohrläppchen und als Harry sich nicht löste, machte er mutig geworden weiter. Sein Griff festigte sich und er küsste Harrys Nacken. Harry warf seinen Kopf nach hinten. »Draco«, flüsterte er keuchend seinen Namen. »Was machst du nun mit mir, Harry?« wisperte Draco an seinem Ohr, bevor er auch darauf einen Kuss setzte. Harry drehte sich in seinen Arm und nun standen sie sich gegenüber. Draco legte seine Hände auf Harrys Hüfte und sein Kopf näherte sich langsam Harrys Lippen, die leicht bebten. Es schien eine Ewigkeit zu dauern, bis sich ihre Lippen zu einem sanften, fast schüchternen Kuss trafen. Draco seufzte auf. Endlich konnte er die süßen Lippen kosten und endlich erwiderte Harry seinen Kuss. Er wurde immer leidenschaftlicher, bis Draco ihn schließlich löste. Seine Augen waren lustverhangen. Doch Harrys Gehirn setzte langsam wieder ein. »Ich will Harry ins Bett bekommen, danach mache ich ihn fertig.« Die Stimme setzte sich wieder in seinen Kopf fest. Er wollte plötzlich so schnell wie möglich weg von Draco. Er hatte sich verliebt und Draco würde das schaffen, was er vorhatte. Also musste er das Spiel beenden. Game over. »Ich lass dich nicht gehen, Harry.« Draco machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Sein Griff wurde härter. »Lass mich nicht schon wieder allein. Bitte.« Harry schluckte. »Draco«, er ließ den Kopf hängen. »Du hast gewonnen, okay? Du hast, was du wolltest. Ich hab mich in dich verliebt.« Das zuzugeben schmerzte. Doch dann hatte er es hinter sich. »Wovon redest du?« Draco wollte am liebsten jauchzen, als er den letzten Satz vernommen hatte, doch die vorherigen ergaben keinen Sinn. »Davon, dass du mich nur in dein Bett wolltest.« Harrys Stimme brach. Draco sah ihn geschockt an. »Du wusstest davon?« Harry nickte. »Von Anfang an. Ich habe das Spiel angenommen, doch ich konnte hinter deine Maske schauen. Ich habe mich in dein Lachen verliebt, in deinen Charme, in dein Aussehen. Du verdammtes Arschloch!« Nun kam die Wut, die sich in seinen Schmerz vermischte, und er schlug wie von Sinnen auf Draco. »Tut mir leid, mein Schatz«, sagte Draco, als er Harry mit einer Ganzkörperklammer belegte. »Autsch, du hast echt einen harten Schlag drauf.« Er rieb sich die Schultern. »Lass mich erst erklären, okay? Dann befreie ich dich.« Harry schnaubte innerlich auf. Ihm blieb wohl nichts anderes übrig. »Du hast recht mit dem, was du gesagt hast. Ja, ich wollte dich erst haben und dich dann fallen zu lassen und zu demütigen. Doch auch ich habe mich im Laufe der Zeit in dich verliebt. Ja, Harry Potter, ich, Draco Malfoy, habe mich in meinen Erzfeind seit der ersten Klasse verliebt. Und ich möchte mit dir zusammen sein. Ich möchte neben dir einschlafen und auch neben dir aufwachen. Ich will dich jederzeit küssen können, ohne es heimlich zu tun. Ich werde dir die Sterne vom Himmel holen, wenn du das willst. Bitte, Harry, lass mich nicht allein. Verzeih mir.« Dann sprach er den Gegenzauber. Harry war verwirrt. War das nur eine Masche, um ihn doch noch ins Bett zu bekommen? Er schaute in Dracos tiefgraue Seen und suchte Anzeichen der Lüge. Doch er fand nichts außer Zuneigung und Liebe.
Sollte er es versuchen, um sein Glück zu finden? Harry, wo bleibst du denn? Draco wuschelte seinem Ehemann durch die Haare. Wer braucht jetzt so lange im Bad? Neckte er ihn liebevoll. Du willst doch nicht zu spät kommen, oder? Hermine wird mir nie verzeihen, wenn wir nicht erscheinen, stimmte Harry zu. Gekonnt ignorierte er den Seitenhieb von Draco. Hast du die Geschenke? Natürlich. Also wirklich. Draco hielt ihn ja echt für den letzten Trottel. Dann komm. Sie gingen zum Kamin, doch bevor sie mit Flohpulver zu dem Haus von Ron und Hermine Weasley zur alljährlichen Weihnachtsfeier reisten, hielt Harry Draco kurz auf und gab ihm einen langen Kuss. Ich liebe dich. Ich dich auch, mein Schatz. Verliebt wie am ersten Tag sah Draco Harry in die Augen. Er stahl sich noch einen Kuss, bevor er sich umdrehte und etwas Flohpulver nahm. Es hatte sich eingebürgert, dass Draco zuerst flohte, da Harry immer aus dem Kamin wie ein Schornsteinfeger stolperte und dabei das ganze Zimmer in Asche legte. Als Draco nicht mehr da war, nahm Harry den Schnatz, den er vor vielen Jahren bekommen hatte, es waren genau 8, in die Hand und betrachtete ihn zärtlich. Jeder Diamant war beschriftet. Er strich mit dem Daumen über ein kleines D. Ja, es war definitiv die richtige Entscheidung damals gewesen, es mit Draco zu versuchen. Er war glücklich mit Draco. Seine Freunde hatten seine Entscheidung akzeptiert, genauso wie die Freunde von Draco. Und nun feierten ehemalige Gryffindor mit ehemaligen Slytherin unter einem Dach gemeinsam das Weihnachtsfest. Die Sehnsucht nach Draco ließ Harry schnell in den Kamin steigen. Auf der Zielseite wartete Draco schon und fing seinen Liebsten auf.